Hallo zusammen. Herzlich willkommen im LS19 auf der super coolen, geilen Flat Map. Ich bin schon mit dem Map ziemlich gut vorangekommen. Wir befinden uns jetzt aber nicht in dem Spielstand, wo alles angezeigt ist, sondern in dem, wo ich noch Felder habe. Und zwar Neusser Türli, Hürlima, die gute klassische Hürlima. Anhänger und im Ladewagen habe ich da hinten bei der Maggie Stroh geholt. Im Silo. Da wir ja hier Mais hatten zum Ernten, haben natürlich logisch noch kein Stroh. Die Kühe brauchen aber Stroh. Jetzt fahre ich vielleicht am besten den gerade mal richtig Kuhstall führen da. Der Ladewagen hängt ab, geht dem da, dass der Mähdrescher kann die letzte Spur vom Mais machen, abernten. Also in echt hat die Map schon ziemlich viele Sachen mehr drauf. Vielleicht, wenn das Video nicht allzu lang wird, würde ich noch etwas hinten annehmen. Um ein bisschen zu zeigen, wie weit ich bin, wie das jetzt aussieht, wo man alles schon gebaut hat und was nicht. Nein, ich muss den ja dahinter aus dem Kuhstall durch, aber ich fahre blöd, he? Schön im Seichen gefahren. Ich muss halt da schauen, brauchen die Kühe gerade Stroh? Jetzt kann ich vielleicht gescheiter so schauen. Dann muss ich nämlich das sonst ausleeren. Am besten, dass der Kramer das kann nehmen kann. Ein bisschen Stroh braucht es dann. Ich habe jetzt mal 10 Tonnen geholt. Im Speicher vorne. Und tun mal einen Teil da rein, den ich dann nachher abhänge. Warte jetzt mal. Komme ich von dieser Seite auch durch? Ich muss doch das so machen. Der Stroh ist doch da vorne der Trigger. Jetzt sind wir da noch Kuhli da rein. Du Kuhli. Ihr müsst. Ihr müsst, glaube ich, ein bisschen. Irgendwie ein bisschen auf die Seite laufen. Komme ich da so rein oder bleibe ich hängen? Ich hänge schon. Und gescheit da wieder hinter sie raus. Machen wir das anders. Kurzer Prozess. Und zwar abhängen hinten. Bin ich auf hinten eingestellt da? Weiß gar nicht. Ich drücke einfach mal. Kröger ist abgehängt. Das ist nicht gut. Ich eigentlich will den Ladewagen abhängen. Jetzt ist gut. Mängele, wo Krone draufsteht. Nein, Mängele. Das haben wir ja letztes Mal gekauft. Dort seid ihr miteinander, gell, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann muss ich das anders machen. Mal zuerst dahinter gehen. Das ist Schleuer. Dann kann der hier noch den Mais schneiden. Leer machen, dann kann er auch beim Hafer schneiden. Und ich habe vorne Gras gemacht. Eigentlich im Sinn noch Heu machen aus dem Gras, weil die Kühe sollten da Heu haben. Das ist natürlich das Problem. Ist das jetzt wieder zugewachsen oder nicht? Weil ich kann jetzt natürlich immer auf dem anderen Spielstand ein bisschen aussteigen. Oh, der läuft aber noch lange nach, du. Ich glaube, muss ich mal ein bisschen Service machen da. Der Gaser tut ein bisschen nicht mehr recht, er schlägt nach. Das muss ich mal studieren, wenn er so nachläuft. Ja, Vergaser. Weil dann hat er noch zu lang zu viel Most, stellt nicht sauber ab. Muss es anders einstellen. Vergaser hat er nicht einen Vergaser. Ein Diesel hat einen Diesel einen Vergaser. Blühkirche hat er keinen Vergaser. Erzähl vielleicht ein Zeich, ist gleich. Ich komme nur draus mit dem Auto, mit dem Störli-Motor, komme ich leider nicht draus. Vorstreichen, löschen. Also VB. Machen wir da noch schnell das Reihli. Reste vom Mais. Ah, da gibt es gerade noch fast einen halben Anhänger voll, nicht ganz. He. Da können wir dann brauchen zum Verticken, dass ein bisschen Geld hier kommt. Oder schon behalten für den Säulestall. Je nachdem. Ich habe das Gefühl, ich hocke irgendwie so weit vorne hin, weiß nicht mehr.
Das ist eine komische Kameraeinstellung. Zum Wir haben die das so also komisch, wenn man drin hockt. So schmal irgendwie und dann so, verstellt er sich so. Also, können wir dem gerade mal schnell leeren? Oder nein, warte, ich mache anders. Dann kann ich gerade oben weiterfahren. Ich fahre mal gerade parat hin da. Wenn ich jetzt an dem Ecke da als Gas liegt, na, das ist gut, dann kann man das zetten für Heu mit meiner super coolen Zette. Wenn ich jetzt so verkehrt recht nachher und fahrt oder nicht falsch. Also ich weiß es nicht. Mal schnell aussteigen und Führer springen. Also. Der Hafer ist dann für die Bus. Dass man einen Speicher hat. Also ich habe jetzt eigentlich, dass ich so denke, dass mit dem Maggie vorne SM-Speicher sind meine Sachen. Oder? Ich mache so, dass ich Sachen eintue und dann dort hole, dass quasi das ganze Dorf Sachen hinbringt. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das soll einrichte. Oder ob ich mir da auf dem Hof auf einen anderen Speicher soll machen. Mal studieren. Bin ich noch nicht ganz schlüssig. Weil ich bin jetzt wirklich mit Mappen beschäftigt, dass ich nachher den Rest mit dem normal GE machen kann. Ich bin aber auch dumm gewesen. Bam! Hast du schon gesehen. Nur einfach nicht bremsen. Ich habe einfach vor vergessen rauszutun. Schau, jetzt hat er gerade am Zacken mega Bühle hin. Ich bin auch schon ein bisschen wirklich spät unterwegs, was ich Sachen mache. Ich darf gar nicht sagen, wie spät es jetzt wirklich ist. Ja, das Rohr ist jetzt auch einfach zu weit drin. Nehmen wir mal, das ist so schnell. Ist doch gleich. So, aber jetzt. Ja, es geht voran. Ich habe schon Wald, ich habe schon die Strasse jetzt auch parat. Es war ein bisschen mühsam, bis das mit diesen Texturen im GE, die Texturen auf der Strasse, im Spiel aber nicht. Jetzt habe ich aber etwas gefunden, wo geht. Flüsse hat einfach keine Tiefe, aber es ist gut, sie sehen optisch gut aus, man kann wenigstens durchfahren, ohne dass es irgendwie einen Totalschaden gibt und so weiter. Sonst zeige ich es halt im nächsten, drüber nächsten Video. Ja, hup doch nicht. Übrigens, Zuschauer, wenn immer meine Videos schauen, dann ihr gesehen, ich kann eine Modliste hier tun, wer sich interessiert für die Stelle da, wo ich kann. Und hey, also. Nein, nicht so. Nein, du bist leer. So fahren wir gescheiter. Muss ich jetzt da, irritiert denn das jetzt? Jetzt muss ich da noch ein paar Meter der Bürsche fahren. Dann halt. Ich will anfangen, dass der Helfer einfach macht in dieser Zeit. Oh, der ist aber sportlich unterwegs, du ganz salopp. Oh, ich laufe schnell übers Dach. Gut. Schwupp, nicht aufs Dach einsteigen. Sorry. Die Glocke schon jetzt heute ein bisschen mit dem Dach. He? So, aber jetzt helfen, wirklich helfen. Nicht. Was steht dort? Helfer hat was? Ich sehe es nicht. Ich kann das nicht sehen, weil mein Aufnahmeprogramm bald schon dort ist. Dumpel! Ja, weiß warum. Mit der Maisschneide geht das natürlich nicht. Dann wollen wir mal eine andere Schneide holen. Hätte ich vielleicht zudecken sollen, wenn es jetzt ein Korn regnet, wäre es dann auch noch blöd. Ja, dann ist kein Wunderschneid damit. Blödsinn, ich wusste jetzt dazu. Soli. Nein, ich will da über vielleicht so, ich brauche die nachher noch. Ich muss zuvor auch noch etwas machen mit Mais. Ja, jetzt hoffe ich aber einfach, dass wir den Mott drin haben.
Das ist etwas blöd. So, jetzt gehen wir Maisschneide. Nein, eben keine Maisschneide. Ich habe eine Maisschneide. Ich sollte Weizenschneide haben, meine Schneidwerke. Ja. Nehme ich die hier. 6 Meter, 7,5 sogar. Ja, ja. Also, hier geht es da hoch. Blond, hä? Ja, noch. Zurück. So, so schnell geht das. Jetzt hat es mir da noch meine Silasballe noch ein bisschen weggedeckt. Verdruckt. Jetzt sehe ich nicht gut da mit meiner Superbrille. Bin ich jetzt, kann ich von dieser Seite nicht mehr ringen? Nein, ich muss glaube ich innen gehen. He? Ja. Nein, Bremse, oh, das hat mir knapp gedrückt. Das war wieder ein Gemurkse. Das ist gleich anhängen. Komm, nein, nicht jetzt umkippen, anhängen. Wir müssen pressieren, wir haben das Zeit verloren mit dieser Maisschneide noch gewesen. An der Helfer ist einfach vereist. Du, ich mit der Gäste, ich gehe jetzt. Ich habe gesagt, du Latsch, ich kannst nicht die letzte Bahn noch schnell abschneiden. Nein, keine Zeit. Ich mit der Gäste, mit der Zeit. So sind sie fängt heutzutage. Sie früher mit Knechten und Magden sind dann andere Zeiten, haben andere Arbeitszeiten gehalten. Du. Heute säckelt es einfach vor dir. Und nicht in der Mäcki gut besetzt. So, bin ich da, adieu. Ich ziehe ihm dann vom Lohn schon ab. Weißt du, die paar Meter hätte man noch machen können. Du. Das ist wie wenn du zum Beispiel an der Post am Schalter stehst und es macht dir wirklich jemand vor der Schnur zu. Du kommst gerade dran, ui, Schalter ist geschlossen, wir haben jetzt vier Abend. Ungefähr so ist das. So, müssen wir schnell hier schauen, wegen, ich nehme jetzt den Traktor mit dem Mais, den gehe ich nachher dann bringen. Dort hinten ist mein Speicher, dort. Aber eben, es ist eigentlich auch der landwirtschaftliche Genossenschaftsspeicher. Das mache ich da mal zu, im Falle eines Falles. Hat zwar ein Sonnenzeichen, aber es ist auch bewölkt jetzt worden, seit dieser Uhr halbe Freude da. Ja, jetzt reifelt da, ich kann schneiden, die richtige Schneide dran, jetzt muss ich da durchfahren halt. In Wirklichkeit habe ich auch schon Wald, ein bisschen mehr Gebäude noch. Ich habe wirklich viel gemacht. Ein bisschen andere Böden. Ein bisschen sonst Kleinigkeiten noch. Jetzt stelle ich den mal da hin, dass ich glaube ich am besten abfahren kann. In die Richtung gehe ich dann. Außer ich mache mir noch ein Silo hin. Warte jetzt mal, ich könnte eigentlich so wirklich gescheit. Ich bleibe gerade so. Ich brauche ja jetzt den da hinten, nehme ich. Oder soll ich den Gülpen nehmen? Komm, ich nehme den Gültner. Hat der Pazifik mit dem Gültner mit dieser Zette gemacht? Das sieht sexy aus im Fall. Steht vom Gültner so. Ja. Mache ich jetzt da am besten, dass er da abhängt, oder wie? Oder soll ich es dran lassen? Eigentlich würde ich es gerne abhängen. Jetzt muss ich aber schnell schauen, wie ist jetzt das genau? Wenn ich das so kaufe, dann kann ich das noch wieder abhängen oder nicht? Soll ich mal probieren? Geht wahrscheinlich nur die Schaufel weg. Ah, das Ganze geht weg. Ja, das ist gut. Das brauche ich nämlich jetzt nicht und es sind 6 Jahre raus, wenn er das nicht dran hat. Yeah! So ein cooler, geiler Traktor. So, dann mache ich da mal das Bild ein bisschen schön noch. Ich könnte auch noch oben hart ausblenden, aber ist wurscht. Wir sind schon 14 Minuten, weil ich so voll Versager war mit dieser Maisschneide. Ich könnte meinen, ich kann das Spiel noch da, wo ist jetzt meine Dinge? Da hinten, da vorne? Ich glaube, da vorne. Aber es nicht versorgt, oder? Hoffentlich ist der Mott rein. Hey. Ja, meine super Lieblingszette, die ist so super, wirklich sexy. Ja, ich würde vielleicht die Kamera ein bisschen machen, sie auch etwas Gesicht. Oh! Die ist jetzt aber super schnell gewesen, die Kamera. Bin mir da noch nicht gewöhnt mit dem Bildner. Das ist wenn ich das dritte Mal, wo ich mit dem Bildner fahre. Der hat extrem gezupft. Ein hoher schnelles Traktor, ist das?
So, jetzt mit meiner Superteilen-Zettel. Oh, hoppala. Mal, ich will bei dir reinhocken. Fuchs da hinten näher, komm. Hä? Fuchs da hinten drauf. Komm, fahr. Das ist cooler, wenn ich richtig so fahre. Amen. Ja. Zeig mal, wie soll ich da hocken? So. Ja. Why not? Nee, 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 nee. So, jetzt freue ich mich mit meiner super Zettel da. Es ist doch schon angewachsen. Scheiße, was mache ich jetzt? Nochmal schneiden oder was? Eigentlich will ich Heu machen. Hast du noch Zette, du Zette? Zette, ich habe noch Zette. Zette mal jetzt einfach, ich habe gar keinen Schlager. Das eigentlich will, weil ich denke, das ist so weniger, ich nehme es dann mit dem Ladewagen auf. Und die Zette macht eben coole Schwaden, musst du mal schauen da. Das ist echt geil, die Zette. Und sie sehen so aus, als würden Zette ausgesehen haben. Aber ich sollte lieber helle Gabeln machen. Die sind entweder metallisch oder hell, weil sie schwarz sind. So komisch aus, oder? So schwarz. Drüllt die sich gar nicht, zeig mal. Mal drüllt sich schon. So, lieb. Muxi, 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 Mux. Wer noch nicht lange meine Videos schaut, gewöhnt sich da. Ich Mux immer. Ich nehme das nicht so ernst da mit dem Kehren und nicht Kehren. Auf und ab und hin und her. Ja, wie könnte ich das beschreiben? Realismus, nicht Realismus. Ich habe einfach meinen eigenen Spielstil. So ist eigentlich am kürzesten und am prägnantesten gezeigt. Ich habe immer eigentlich so den ähnlichen Spielstil. Bei mir ist es mehr so ein bisschen Zuschauerinnen und Zuschauer, die alle meine Filme oder schon lange meine Filme früher auch schon gesehen haben, die ersten Filme, zum Beispiel das erste halbe Jahr oder so, die wissen ja auch, es gibt noch den Darren, es gibt noch Maggie, es gibt noch den Sepp, es gibt noch die Frau vom Sepp. Hoppala. Hui, Erna heisst die Sepp. Und je nachdem, wenn ich gerade so einen Sinn habe, wenn ich gerade so Lust habe, wird halt im Film so oder so. Und eben, wenn etwas nicht geht, muss ich einfach, wenn es mein Karren umtätscht, hole ich halt den Kram stellen wieder auf. Jetzt da, wenn ich es so habe, mit dem Shop-Mode kann ich auch zurücksetzen. Weil ich will da nicht jetzt am Zug rumfahren, Videominuten viel am Fahren, weil so lange Video kann ich fast nicht machen mit meinem super Laptop. Der wird sich einfach zu warm. Das sind 18 Minuten. Eigentlich wollte ich noch den Kühen das bringen. Der hier ist schön am Schneiden, der hat schon das Halbfeld geerntet. Der ist gleich mal voll, wahrscheinlich zwei, drei Bahnen nachher. Es ist schade, nicht anfangs so versiebt mit dem Tetter. Da ich eigentlich Tetter tue. Der falsche Schneid, um das nicht gecheckt hat. Das wird im Fall schon gleich wieder helfen raus. Es ist wirklich, ja. Wenn man es nimmt, spät oder früh. Du brauchst es jetzt, wackelig da. Wie du brauchst du wackelig? Man sieht es besser von so. Ja, da habe ich ein paar Schwaden zusammen, dann kann ich mit dem Ladewagen den aufnehmen. Das langt mal sicher, für das, was wir brauchen noch für die Kühe. Ich habe bei der Maggie angerufen und gesagt, sie soll mir mal sagen, ob sie auch Silage verkauft. Weil sonst ich nur noch zwei Silage Rundballen, oder? Für Kühe. Das macht nicht ganz alles voll. Dann hat sie gesagt, du, kein Problem, wir haben im Silo immer Silage. Du kannst einfach einen Anhänger voll kaufen, dann kannst du es mitnehmen. Hab das gemacht. Halben Anhänger voll Silage geholt einmal. Das ist immer kurz vor knapp vor leer gewesen, oder? Dann habe ich mir das einfach hinten am Stall angekippt.
den Kramer angestellt. Jetzt kann ich dort immer Silage rein tun, in den Stall, wenn ich brauche. Also ich mache das so. Ich gebe auch den Kühen einmal im Tag, also einmal im Spieltag, zu essen. Ob das Morgen oder Abend ist, einfach so, oder? Nein, jetzt immer so wie in echt, kann ich auch immer frisch Gras schneiden und bringen. Das ist mein Realismus halt. Ich bringe frisches Gras, bringe relativ frisches Heu, obwohl wir Heu gut ein bisschen lagern können. So das ist für mich so das, wo ich denke, ist für mich noch ja, halt wie ein echter Bauernhof. Ich schaue jetzt weniger, ob mir etwas mit mehr Dünger oder mehr Gülle irgendwie mehr Ertrag gibt, für da habe ich das Geld aufgeschraubt. Oder es wäre mir auch gleich, wenn ich es nicht aufgeschraubt hätte, ob das aufgeht so oder nicht. Weil, wenn ich Lust habe, Gülle gar nicht auf Gülle schauen. Wenn ich jetzt einfach Bock hätte, zweimal Gülle, dann will ich halt zweimal, ist doch mir gleich, ob das jetzt etwas ausmacht oder nicht. Nur einfach mal so als kurze Info. So, nach dieser Bahn höre ich dann auf. Haben wir dann den Stroh noch jetzt bei den Kühen, dann habe ich den Ladewagen wieder parat. Das Heu dann schnell holen. Ist super schnell Heu geworden. Eigentlich sollte man jetzt das zetten. Schwaden. Nächsten Tag noch mal ein bisschen zetten. Schwaden. Wenn ich dann eingerichtet bin, kann ich dann in dem Tempo auch machen. Aber jetzt zum einfach so ein bisschen zeigen, muss ich das Pferd haben und so. Kann man es ja so machen. So, du coole, geile Gülle. Dann kannst du vorne gleich da unten schauen, dass es noch ein bisschen Boden wird, es auch noch Heu. Soli. Cool, jetzt hätte ich die abgestellt. Gehen wir heim mit dem Ding. Ja. Dann würde ich mal sagen, gibt es halt zwei Teile. Also mit der Kühe im nächsten Video. Dann sage ich mal, ich suche jetzt ein Plätzchen für die Zette noch. Vielleicht geht auch hier stellen. Steht nicht immer so von außen. Helfer B hat ja gesehen. Jetzt hat dann auch der Tank auch noch voll. Also ich komme da gerade ein bisschen Stress. Ich mache aus dem einfach ein zweites Video, das ich jetzt noch mache. Das muss ja nicht so super versorgt sein. Ich lasse den gerade mal da eigentlich. Braucht das sonst gar nicht. Und sie kann es auch noch zu essen haben. Also ich muss ja sowieso dafür springen. Ich muss ja den Ladewagen leer machen. Ich gebe jetzt wahrscheinlich noch zu, dass auch bei den Hühnern muss ich auch noch ein bisschen sauber machen. Da steht auf die Eier oben, schau mal. Geht miteinander, gü-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 gü. Ja, übrigens, wegen dem Mod da, gell, Hühnerstall ist ein Mod. Das oben, was ich gemacht habe, das schon mal gesagt, auf der Pazifik-Karte. Das habe ich umgeändert, weil ich habe gefunden, die Hühner im Sommer mit so Wellblechdach haben die viel zu warm, oder? Dann habe ich einfach da etwas geändert. So, also es sollte eigentlich sein, so wie wenn sie so Papiersäcke oder Tücher oder etwas wäre, dass einfach nicht so viel Sonne drauf ist. Nur falls wieder jemand fragt, ja, wo hast du denn den Motor? Meine sieht nicht so aus. Das habe ich selber gemacht. Einfach das Dach. Mit Beinen. Würdest du, hat Beinen auch noch etwas hinzutun. Das ist also nicht im Original. Original hat nur Wellblech. So, und sie kriegt noch etwas gern da, putzimässiges. Das ist zum Beispiel mein Realismus. Der kommt da prima wirklich zu essen über. Auch etwas mit den Kühen reden. Ich habe mich noch auf E verbracht heute. Geht sie, Hundsicker? Oh! Hoi, hoi! Geht sie, Hundsicker? Wie bist du zu weg? Alles Jiggy? Schau mal die Mäuschen. Oh, fliegt man noch. Oh, was haben wir jetzt wieder gemacht? Hä, Hundsicker? Können wir noch laufen so? Oh ja. So, das ist so wie im Film negativ und positiv, das weiß ich nicht. So sind wir wieder da. Sind wir aber recht im Zeug rumgeflogen, hä? Und sie kann. Ich muss schnell zu der Muli gehen. Gell, kommst du mit zu der Muli? Kannst du mitkommen? Hä? Kommst du mit? Ja, kommst du mit? Kommst du mit? Hä?
Kommst du mit? Kommst du mit? Du kommst mit? Hä? Ja, das ist ja super. Oh, komm, wir müssen dafür, wir müssen zu der Kuhle, ja? Wir müssen dafür zu der Kuhle, komm. Dann rennen. Zu der Kuhle rennen. Kann ich die Kamera ausgehen? Kann ich nicht mehr? Ja, ich kann sie nicht nehmen, ich kann nicht drehen jetzt mit dem, weil ich quasi der bin. Aber jetzt kann ich drehen. Wenn ich drehe, das ist ja genau schon da. He? Schau, da kommt er schon zu rennen. Hier bist du auch schon da. Komm, komm, wir gehen zu den Kühlen schauen. Gehen wir mal schauen, was die Muli so machen. Und sie kommt. Musst du mal schauen, was die Muli so machen. Schau mal, wir müssen da ein bisschen aufräumen. Wenn sie das einlassen, eben draussen tun, gell? Und schau da rüber, oder kannst du da nicht überrennen, überspringen, schau mal. Komm mal. Ja, komm, probier. Probier überspringen, kannst du? Kannst du nicht? Kannst du nur da laufen? Lass dich so ganz verbieten. Verbacken. Oh, hier läuft er echt jetzt, kann er echt kommen. Oh, oh. Ruhe, Ruhe. Was machen wir jetzt da? Ich rechne jetzt da raus. Taucht er denn auf? Mal am Melken. Am Melkstuhl im Kämmerli vorne. Ja, da muss man schon melken. Ich hole sie sitzen. Du musst jetzt nicht gehen. Wir noch melken nachher. Und sie kriegst nicht mehr rum. Da kommt er ja, hoi! Wo bist denn du jetzt gsi? Hoi! Hoi, hoi, du! Hoi! Hoi, Hunziker! Hoi, hoi, Muli! Achtung, nicht auf den Hunziker aufstehen! Hey, also, dir kommt gerade in die Metzge, du! Hä? Ist jetzt das der oder Gerda? Hey! Die tun wir gerade zum Metzger, du. Austauschen, oder sollen wir es im Viehhändler verkaufen, weil nicht so brutal sind? Die ist über meinen Hund sekriert gelaufen, gell, du. Also, mit diesen Bildern und Eindrücken sage ich, danke fürs Zuschauen. Motzliste ist unten dran, noch in den nächsten paar Videos auf jeden Fall. Darüber, was interessiert, für den Kuhstall, für den Hühnerstall und für das Pack mit all den Hallen, die ich hier auf dieser Flatmap, auf meiner Flatmap, benutzen tun. Ich habe dann noch einen Rossstall, der auch ein Mod ist. Wird dann zu gegebener Zeit auch dazu hinschreiben. Es gibt dort noch eine updatete Version. Ich schaue, dass ich die wieder finde. Und sonst, ich glaube, das ist, weil das eine ist auf der amerikanischen Seite, sind das andere, aber dann wiederum beim Mod-Host. Ich muss dann nochmal schauen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Also, Hunziker und ich gehen jetzt hier schauen, was bei der Kühe beim Rechten ist. Im nächsten Video sehen wir dann, was der Hunziker und ich gemacht haben. Ich sage, Giss und sage bye, danke. Ciao zusammen. Abonnieren nicht vergessen!